Herzlich willkommen zu Sektion Radioverbot mit Arne Meyer. Heute geht es nur um die goldene DFB-Medaille, die Niklas mal gewonnen hat. Um unsere liebsten McDonald's-Burger, um Netflix-Serien, die wir geschaut haben. Eigentlich um alles, was es so gibt auf der Welt. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Viel Spaß. Und da sind wir auch schon. Und heute in einer ganz besonderen Besetzung. Denn am Tisch heute sitzen insgesamt 2 gewonnene Fritz-Walter-Medaillen. Und ich sag mal so viel, Niklas hat keine davon gewonnen. So, wer dann wie viele hat, das könnt ihr rausfinden. Arne Meyer ist bei uns. Hallo. Vielen Dank, dass du da bist. Illustre Runde heute. Niklas hat aber das DFB-Fußballabzeichen in Gold. Das habe ich auf jeden Fall. Das habe ich nicht, glaube ich. Hast du das mal gemacht? Das, glaube ich, habe ich nicht gemacht. Er hat es mir gerade eben erzählt. Erzähl mir mal ganz kurz, was das war. Hier so 11 Meter, wo das Tor so eingeteilt ist in 6 Felder. Mhm. Dann so Kurzpass gegen so eine Bank hinter so einer Linie. So viele Wiederholungen wie möglich. Flanken in so ein Viereck. Da musste man so Übungen machen. Und dann ich frage mal nach, wenn ich das nächste Mal bei der Nationalmannschaft bin, ob ich das vielleicht nachholen kann. Aber eigentlich darf man, glaube ich, nicht für Deutschland spielen ohne DFB-Abzeichen in Gold. Keine Ahnung. Bronze, Silber und Gold gab es, ja. Du hast Gold geholt. Ich war nah am Maximum, aber hat nicht gereicht. Wie schwer kann das denn sein? Ja, nicht so schwer, weil ich war nicht so gut. Gut, eine Sache, Wochen waren turbulent, eine Sache muss gefragt werden. Spielst du PlayStation oder Xbox? PlayStation. Das ist schade. Guter Mann. Ich wollte dich für unser Pro-Clubs-Team rekrutieren. Ja, ich kann nochmal auf Xbox umsteigen, aber ich habe eine PlayStation zu Hause. Und FIFA schon seit immer, also immer. Immer, immer. Eins oder zwei, wo hast du angefangen? Zwei. Ja, zwei habe ich angefangen. Ja, gut, zwei. Ich komme noch aus der Generation, wo mit PlayStation 1. Nintendo 64 war meine erste Konsole. Meine auch. Ja. Ich habe sogar letztens erst PlayStation 2 gespielt. Was für ein Spiel? Dieses mit diesen Buzzern. Kennt ihr das? Buzz? Das ja, Quiz-Spiel. Genau. Das, oh, das ist mega gut. Mit diesen Affen. Mit diesen Affen. Da sind 4 Affen oder so und du hast so Buzzer mit Gelb. Ich glaube, rot, blau, wo du dann das immer drücken musst, hintereinander oder sowas. Ja, genau, ja. Starkes Spiel, finde ich gut. iToy war mein Favorit auf der PlayStation 2. Mit den Ninjas? Ja, nein, dieses Wischi-Waschi, wo die Scheibe war schon. Und die Kamera vorne noch hat. Und die Qualität war so 4 Pixel auf dem riesigen Fernseher. Ja, das war auf jeden Fall. Aber ich vermute mal, FIFA ist schon so eins der Spiele am meisten. FIFA, Fortnite. Aber Fortnite? FIFA, ja. PUBG gar nicht? Oder gibt es gar nicht auf der PlayStation, ne? Nur Xbox. PUBG gibt es, glaube ich, auch auf Handy, kann sein. Das kann sein. Das kann sein, aber nee. Nicht. Du hast doch nicht selbst als 99er, oder? Die Karte bei Ultimate Team? Ja, habe ich, also kann ich machen, habe ich aber nicht gemacht. Oh. Warum nicht? Habe ich nicht gemacht. Warum denn nicht? Nee, habe ich nicht gemacht. Ich, also ich habe es davor das Jahr gemacht, aber dieses Jahr habe ich es nicht gemacht. Das ist ja mein großer Traum eigentlich so. Ja, du frag doch mal an. Du hast ja ein goldenes Abzeichen. Du musst ja eigentlich bekommen. Stimmt, eigentlich kannst du wahrscheinlich an ihr eine Mail schreiben mit dem Anhang der goldenes Abzeichen. Urkunde von meinen Eltern zu Hause einscannen lassen. Und, vielleicht geht's. Dann müsst ihr ja relativ einfach. Versuch's doch mal. Einfach funktionieren. Anna, wir haben ein paar Sachen vorbereitet. Wir waren nämlich beim Event von Puma vor einigen Wochen und haben mit Fans von dir gesprochen. Okay. Und denen mal ein paar Fragen gestellt. Und das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Okay. Leute, Puma hat uns eingeladen zum 11 Team Sports Flagship Store in Berlin. Da geht's gleich richtig ab. Hier draußen ist ein bisschen kalt, drin wird's gleich richtig heiß. Und weil da ein paar Leute drin sind, schauen wir gleich mal, was die alle so über den Herrn Meyer wissen. Ich weiß es nicht. Das ist eine schwierige Frage. Ah, ich weiß es nicht. Nürnberg. Das weiß ich leider nicht. Er hat noch gar kein Bundesliga-Tor gemacht, leider. Wirklich? Oh, nein! Noch gar kein Bundesliga-Tor. So sieht's aus, ja. Das ist die richtige Antwort. Steht aber auf dem Plan, vermutlich. Steht auf jeden Fall ganz, ganz, ganz oben auf dem Plan. Bist du, ist es ein Thema in der Kabine? Das nee, in der Kabine nicht. Aber so für mich persönlich ist es ein ganz großes Thema. Weil man muss ja schon sagen, das glaube ich, in jeder, für alle Mannschaften, die du gespielt hast, auch getroffen vorher. Ne? Immer Torbeteiligung gehabt, alles. Immer Tore gemacht, auch für die Auswahlmannschaften. Immer. Und bei der Hertha läuft's nicht, da fehlt's noch. Ja, kann er noch kommen. Ich erinnere mich an Leipzig vor. Ja, da. Ja. Weggerutscht oder was bist du da vor anderthalb Jahren? Weggerutscht, also. Oh, ganz bittere Geschichte. Das hätte schon sein müssen. Ja. Wir haben nämlich ich habe gedacht bei den Fragen, dass viel mehr Leute einfach was sagen. So wie der eine Kollege, der gesagt hat, Nürnberg. Ja. Ich dachte, dass einfach alle sagen würden, Dortmund oder sowas. Nee, aber ich glaube nicht. Die meisten haben es gewusst. Aber die waren ja manchmal wegen dir da, ne? Die haben das schon geahnt. Wie viel Bundesliga-Tor warst du, Niklas? Null, aber ich treffe auch sonst nie. Pokalfinale mal ein Eigentor gemacht, haben wir 3-2 verloren. Wirklich? Ja, ja. Weil es. Guck mal, das bringt jetzt 6 erste Frage. Lieber kein einziges Profitor oder Pokalfinale Eigentor zur Niederlage? Ich glaube, da muss ich nichts sagen, oder? Nee, mir sieht man mal gut aus. Das ist, Niklas, Fußballgeschichten sind berühmt-berüchtigt. Ja. Ich merke schon. Da hilft dann die Goldenen auch nicht mehr. Yeah. Ja, also wie gesagt, ich wurde nicht mal gefragt, ob ich dieses DFB-Abzeichen machen will in meinem ganzen Leben. Ich glaube, ich kann mich nie daran erinnern, ob ich mal gefragt wurde, das zu machen. Das ist eine Unverschämtheit. Wir machen weiter mit Part 2 der Fragen an deine Fans. Burger. Wahrscheinlich irgendwie Pasta oder irgend sowas, was jetzt nicht so ungesund ist. Pizza. Sein Lieblingsessen.
Spaghetti. Die sagen mal Nudeln. Schwer. Auf jeden Fall was von Oma. Er isst auch gerne deutscher Hausmannskoch, Kost, aber auch gern chinesisch. Das Problem ist, das eine ist ein bisschen unfair. Das eine da draußen, meine Schwester. Richtig. Das ist ein bisschen unfair für die anderen gegenüber. Ich glaube, die meisten haben Nudeln gesagt, weil halt die Fußballer, glaube ich, immer Nudeln essen. Ja. Aber meine Schwester hat schon recht von Oma, Königsberger Klopse. Ist das absolute Leibgericht? Ja. Also wenn nicht nur Königsberger Klopse, muss nein, das nein, nein, nicht. Wie, ja, natürlich Kartoffeln, so eine Soße mit Kapern drin und sowas. Aber ja, wenn die Möglichkeit besteht, dass meine Oma, aber auch nur von meiner Oma im Restaurant nicht, ja, wenn die Möglichkeit besteht, dass sie es macht, dann ist es mein Lieblingsessen. Was im Restaurant? Wo gehst du dann dafür? Ist es Steak oder so? Im Restaurant. Ich gehe sehr viel asiatisch essen, ja, japanisch Sushi. Ist auch gesund, ja, ne? Bist du da schon hinterher, ja? Dass du, also musst du also, natürlich. Meins klar, aber du haust ja auch irgendwann mal, ich weiß als Beispiel, Shiso-Burger, ja, an der Kantstraße. Ist natürlich auch ein super Restaurant, da bin ich natürlich auch manchmal mit Freunden. Ich habe letztens, und das, da hast du noch nicht professionell gespielt, 2003, 2004, das war als Marco Rust zu Eintracht gekommen. Ja. Hast du gerade letztens gesagt? Ja, nee, ich habe letztens was darüber gelesen. Und da hat Marco Rust erzählt, früher bei Auswärtsspielen hat man sich dann gemeinsam getroffen, ist zum Bus gefahren, der Bus ist nämlich nicht am Feinscanner abgefahren und dann haben sie gemeinsam an der Tankstelle gefrühstückt. Bockwurst oder was auch immer. Du, man ist auch mal nach dem Spiel. McDonald's? Mal, ja, gibt's halt auch. Ja. Gab's ja in der Jugend auch, wenn du mal ein Turnier gespielt hast, ein Turnier gewonnen hast. Bist du zur Feier, bist du nach dem Turnier zu McDonald's gegangen. Gibt es das so, dass es dann der Stimmung gemacht wird im Bus und so alle sagen, ey komm, heute McDonald's? Nein, das nicht, aber zum Beispiel damals, wenn ich mich erinnere, ich glaube es war U17, wo wir uns qualifiziert haben für die Europameisterschaft, da waren dann alle im Bus und dann sind wir mit dem Bus zu McDonald's gefahren. Ins Drive-In? Nicht ins Drive-In. Nicht ins Drive-In, aber wir sind dann da ausgestiegen und jeder konnte sich aussuchen, was er was hat. Was war dein Go-To-Burger? Jeder hat so seinen einen bei McDonald's. Ja, also ich esse eigentlich immer den McChicken Classic. Oh, ich zu McDonald's Mann, das ist aber auch tatsächlich zu McDonald's gehe, esse ich den immer mit Gitterkartoffeln. Ja. Oh, interessante Wahl. Da merkt man, dass du ein bisschen jünger bist, weil damit wurde ich nicht sozialisiert. Es gab keine Gitterkartoffeln zu meiner Zeit. Die gibt es ja, glaube ich, auch nicht immer bei McDonald's. Das ist so aktionmäßig, oder? So Curly Fries gibt es auch manchmal, oder? Ja, es ist so ähnlich. Ich glaub, eins von beiden gibt es, glaube ich, schon. Inzwischen gibt es doch immer, oder? Ja, weil das halt gut ist. Ich war ewig nicht mehr. Es läuft. Also McChicken, ja gut, du, straight edge, der macht gar nichts, der trinkt nichts, der isst nichts. Ja, ich lebe den Profisportler, ich bin noch keiner. Das ist so ein bisschen, richtig, aber wir sagen es ja letztes Mal. Du hast eine goldene Medaille. Part 3 mit der wichtigsten Frage von allen. Arne Meyer ist echter Berliner, meiner Meinung nach, ja. Ja. Nein. Er kommt aus Ludwigsfelde. Weil er schon ein bisschen länger bei Hertha spielt. Deswegen würde ich sagen, er ist ein echter Berliner. Berliner geworden, würde ich mal sagen. Er ist ein waschechter Ludwigsfelder. Ludwigsfelde ist nicht Berlin. Ja, aber ist jetzt nicht so weit. Ja, hat er recht. Es ist so, oder? Also, ja, Ludwigsfelde. Ich komme aus Ludwigsfelde, aber ich bin seit 2007 bei Hertha. Was muss man noch tun, um Berliner zu werden? Wenn du Rand-Berlin ist Rand-Berlin. Aber immer, wenn mich jemand fragt, wo wohnst du damals, wo wohnst du irgendein... Ja, Berlin. Ist wenn du Urlaub bist im Ausland. Ja, genau, komm aus Berlin, da sage ich jetzt nicht, ich komme aus Ludwigsfelde. Aber natürlich bin ich offiziell in Ludwigsfelde geboren. Aber ich wohne seitdem ich 17 bin auch in Berlin. Vielleicht hast du da als Hertha-Spieler einen Vorteil. Ich lebe seit 10 Jahren in Berlin, aber keiner würde jemals mir zugestehen, dass ich Berliner bin. Ich komme aus Hessen. Ne? Ja gut, das ist dann halt auch... Du kommst aus Hessen. Ja, aber ich meine, du kommst auch nicht aus Berlin. Ja gut, aber guck mal, wo Hessen ist und guck mal, wo Ludwigsfelde ist. Die Frage ist, was zeichnet einen waschechten Ludwigsfelder aus? Ein Ludwigsfelder? Was macht denn Ludwigsfelder aus? Ja, was macht denn aus? Ich weiß das auch nicht. Ja, ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner die haben. Ich glaube, 25.000. Ich war in meinem Leben noch nie in Ludwigsfelde. Bin ich mir richtig sicher. Schön, kannst du mal vorbeifahren. Ich habe gestern zum ersten Mal gehört, als ich auf deinem Transfer-Profil Geburtsort gesehen habe. Ja, da ist nicht viel los, aber wie gesagt, ich fühle mich ja auch als Echter. Ich fühle mich als Berliner. Und das ist das Wichtigste. Und, das und du hast den Vorteil. Dir kann es keiner nehmen. Wenn, wenn du seit 2007 bei Hertha spielst, ja, dann bist du halt echter Berliner. Es ist tatsächlich so. Also ich glaube, das Einzige, was man machen könnte, ist, wäre Bürgermeister werden, um noch mehr irgendwie. Ja. Ich bin ja sogar nach der 6. Klasse, bin ich ja sogar in Berlin zur Schule gegangen. Bist du... auf die Sportschule von Hertha. Ja. Gegangen. Ja, genau. Also man kann es dir nicht abreden. Nein, also wenn mich jemand fragt, sage ich, ich bin Berliner. Okay. Dann lassen wir das so gelten und gucken aufs letzte Video. Und das ist das Wichtigste von allen. Wir haben schon drüber geredet. Ich dachte es davor. Ja, jetzt das Allerwichtigste. Ne? Man gibt Steigerung. Da bin ich leider überfragt. Das weiß ich nicht. 78 oder so? Oder 77? Boah, da spielt Panzo mehr FIFA, ich bin nicht so viel. Von 0 bis 100. Ich schätze so 88. 80? 76?
72. Das Problem ist meine Schwester. Zwei meine Schwester gerade hier geantwortet. Yeah. Die hat noch nie in ihrem Leben FIFA gespielt. Weißt du deine Wertung? Ich weiß, dass ich mal mit 63 angefangen habe. Das weiß ich auch. Wie es jetzt ist, 75? 76. Ich habe auch ein Bild von dir gefunden, wo du eine 68er-Karte hochhältst und nicht so glücklich aussiehst darüber. Ja gut, das, daran kann ich mich auch noch erinnern. Da stehe ich, glaube ich, neben Rune Jahrstein. Mit der 83er. Rekik mit 79. Genau, genau. Ist das ein Thema, wenn man merkt, ich bin zum ersten Mal in FIFA? So also für mich war quasi damals, weil ich ja jedes Jahr FIFA gespielt habe, war für mich einfach wichtig, dass ich in FIFA vorhanden bin. Ich meine, wie viele Leute können das von sich behaupten? Ich weiß, also... Spaß. Aber das kann ja nicht jeder sagen, dass er in FIFA drin ist in dem Spiel. Du kannst dich zwar selber erstellen, aber so offiziell ist halt auch schon cool. Jetzt natürlich freut man sich, wenn die Zahl höher geworden ist, ist ja klar. Deine Schwester war übrigens gar nicht schlecht mit der 88, denn du hast 87er Potenzial bei FIFA. Das heißt, ja, wenn man dich jetzt im Game richtig grinden würde, richtig Karrieremodus peitschen würde, ja, dann wäre 87 das Maximum. Es gibt immer so Videos, die kennt man von diversen Vereinen, ja, wo Spieler, zwei Spieler werden zusammengesetzt und dann vergleichen sie, müssen sie FIFA-Karten erkennen an den Ratings und sowas. Gibt es irgendein Rating von dir, als du da damals auf deine Karte geschaut hast, das dich aufgeregt hat? Ich weiß die, aber hat bestimmt, aber ich wüsste jetzt nicht mehr, welches es war. Wir haben gerade eben geschaut, 68er Sprintgeschwindigkeit, was sagst du dazu? 68, ja, können sie schon ein bisschen merken. Ah, ich glaube, Dribbling, weißt du? Soll ich mal nachschauen? Es gibt ja da einschlägige Seiten. Ich glaube, Dribbling war mein Problem. Also wahrscheinlich Passing wird natürlich gut sein. Ups, da bin ich beim Skill Moves, 3-Star, 4-Star? Oh, das ist eine gute Frage. Weil in meinem Team nicht 4-Star. Ja, ich glaube, haben die nicht gemacht. So, ich sag's dir, dein schwacher Fuß, 3 Sterne. Kann man mit leben. Skill Move, 3 Sterne. Arbeitsrate, defensiv, offensiv. Mittel. Machst nichts. Sagt FIFA. FIFA. So. Aber ich bin dann, denke ich mal, nicht der Einzige, der sich beschwert. Nein, natürlich. Also ich habe jeder beschwert sich. Ja, genau. Dein Dribbling ist 74. Ja. Aber laut FIFA hast du keine der Kopfballpräzision, 32. Ja, das stimmt. Wirklich? Kopfball stimmt. Kopfball sage ich nicht. Gibt's ja, okay. Kopfball gebe ich FIFA recht. Sprungkraft 56, das ist ja dann auch ja, Kopfball. Ja. Elfmeter, wie siehst du dich selbst als Elfmeterschütze? Wenn ich schieße, habe ich, glaube ich, noch nie selten verschossen. Eigentlich gar nicht, glaube ich. Aber ich muss sagen, ich bin noch nicht oft in der Position. Ich glaube, ich habe bei der Nationalmannschaft mal eingeschossen. Ja. Sonst jetzt bei uns im Verein, bei Hertha, schießen halt die Stürmer. Ibisevic schießt da, wenn er spielt. Weil FIFA nämlich suggeriert, dass du in deinem Leben noch nie einen Elfmeter geschossen hättest, ja, mit 38er Elfmeter. Ja gut, okay, das ist jetzt ja ganz übertrieben. Aber ich glaube, 38 hat ein Torwart. Das ist ja eine Frechheit. Ja, das ist übertrieben. Na, da muss ich auch EA mal... Müssen wir mal, müssen ja, wir mal, müssen kannst wir du eigentlich an deine Mail anhängen, die du schreibst? Ja, mach ich. Kannst du noch einen anhängen vielleicht? Mit PS. Ja. Wir haben vor kurzem mit Robert Lewandowski gesprochen, weil du gerade das Thema angesprochen hast. Und der hat nämlich gesagt, er versteht es nicht quasi, wenn jemand anderes schießt als der Stürmer in den Elfmeter. Bist du dabei? Nicht unbedingt. Also wenn ich jetzt bei Chelsea denke, glaube ich, da schießt er auch, Jorginho, glaube ich, ja, Mittelfeldspieler. Also das kommt ganz drauf an. Gut, bei Bayern schießt Lewandowski immer. Das ist ja auch logisch irgendwie. Ja. Bei uns hat, glaube ich, wenn jemand geschossen hat, auch Vedat geschossen die ganze Zeit. Ja. Aber ich glaube, es kommt immer einfach aufs Team an. Gab ja auch immerhin Leute wie Hans-Jörg Butschern in der Bundesliga. Das stimmt auch. Der hat wie viele Tore? 22? Ja, oder? Irgendwie so. Ich glaube, er hat seine besten Saison mal 8 gemacht oder sowas. Ne? Wo man denkt, ach du Scheiße. Was übrigens mich zum nächsten Thema bringt. Ich weiß gar nicht, wie sehr du so im internationalen Fußball, wie viel du guckst. Schon relativ viel unterwegs. Serie A hat für mich in den letzten Jahren wieder so ein bisschen Attraktivität gewonnen, finde ich. Ich finde zum Beispiel... Ist ja auch eng jetzt wieder. Ja, und Inter hat einfach gezeigt, wie man in anderthalb Jahren ein Team wieder aufbauen kann zu einem Top-Team. Ja. Und ich habe letztens gelesen... Ciro Immobile hat diese Saison schon 10 Elfmeter-Tore. Ja. Gibt es so viele, gibt's einfach mehr Elfmeter in der Serie A? Findet ihr das nicht übertrieben viel? Ich meine, es ist Februar und der hat 10 Elfmeter-Tore. Ich glaube, es ist einfach die Mannschaft, die viele Situationen im Spiel provoziert, bei denen es welche geben kann. Also Lazio ist ja auch krass unterwegs zurzeit. Also aber jetzt musst du ja sagen, die haben auch Videobeweis, oder? Die müssen ja dann 10 klare Elfmeter, das müssen ja dann 10 Elfmeter, die wirklich welche gewesen sind, hätte es ja sein müssen jetzt. Ja, eigentlich schon, aber... Wobei, ja, hat halt 10 gemacht, kommt vielleicht nicht wieder vor. Ja, weil ich finde, war am Wochenende ja Inter Lazio und da hat er auch ein Elfmeter-Tor gemacht, was eigentlich kein Elfmeter war für mich, aber... Warte, ich habe die Zusammenfassung geguckt. Weiß aber nicht, das ist so ein leichter Stoß, glaube ich. Ja, Defray stößt ihn stößt er ihn überhaupt. Ja. Aber da habe ich mich gefragt, wenn das 10 solcher Elfmeter sind, dann weiß ich auch, wo die herkommen. Ja. Das war mein einziger Gedanke. Du musst halt aber auch erst reinschießen, weißt du? Das ist richtig, der hat keinen einzigen verschossen. Doch, einen hat er verschossen. Wirklich? Einen ist er weggerutscht. Alter, krass. Einen ist er weggerutscht. Und er durfte weitermachen. Das war aber, glaube ich, im Pokal, wenn ich mich nicht irre. Das könnte sein. Irgendwo, also auf jeden Fall habe ich mal bei YouTube in der Zusammenfassung gesehen, einer hat er verschossen. Findest du,
Immobile hat ja bei Dortmund einfach nicht so funktioniert. Findest du das? Ja, auch krass, wenn du jetzt guckst. Oder? Der war ja bei Dortmund, habe ich doch letztens mit unserem Teammanager Nello Di Martino gesprochen. Er ist auch Italiener. Ja. Der sagt auch, bei Dortmund war nichts und jetzt gucken wir bei Lazio an. Ja, und jetzt, weil vor allem, der spielt mit einem Selbstverständnis, steht da auf dem Feld. Ja. Von wegen, macht halt, was ihr wollt. Ich mache meine zwei Buden hier heute. Ja. Ihr könnt gerne versuchen, mich zu stoppen. Und bei Dortmund war es ja genau das Gegenteil. Ja, das macht vielleicht mit einem Spiel aus, ein Transfer, anderes Umfeld. Er ist natürlich auch in eine Dortmund-Mannschaft reingekommen, die gerade so im Begriff war, komplett umgekrempelt werden zu müssen. Das war schon natürlich nicht so easy für ihn, glaube ich, auf jeden Fall. Ja. Aber mich freut es ungemein, weil das so ein Tier von einem Stürmer ist. Also einer, der einfach diese Gier ausstrahlt. Ja. Finde den auch ganz gut. Ich finde auch gut. Wir wollen mal wieder zu dir zurückkommen. Ja, wir haben jetzt festgestellt, du bist Berliner und Nikas hat da, glaube ich, eine Frage, ja, die er dir stellen würde. Ja, wenn dann so jemand sagt, irgendwie ich wohne sonst wo und dann hupp ich Wolfsburg als 15-Jährigen, dann gehe ich da hin aufs Internat oder sowas, dann habe ich ja so einen neuen Freundeskreis oder da wachst da so ein bisschen auf. Ja. Und du hast ja quasi deine Jugend auch vor der Haustür erlebt. Ist es das so, dass dein Main-Freundeskreis, sind das trotzdem Fußballleute oder hast du dann auch einfach auch ein etwas anderes Umfeld? Naja, so mein Freundeskreis hat sich schon verändert nach der 6. Klasse, wo du dann auf eine andere Schule gegangen bist oder auch schon, wo du dann den Verein gewechselt hast. Da hattest du ja dann nicht mehr die gleichen Freunde, die du zum Beispiel, ich habe bei Ludwigsfelder FC gespielt, ja. Da hattest du dann nicht mehr die Freunde und wo du dann 7. Klasse auf die Sportschule gegangen bist, hast du dann gemerkt, okay, du hast nicht mehr die alten Freunde, sondern hast jetzt die Freunde, mit denen du auch bei Hertha zusammenspielst. Ja. Und oft, also richtig habe ich zwei alte Freunde, die auch in Ludwigsfelde wohnen. Noch und mit denen habe ich regelmäßig Kontakt. Die haben auch mal Fußball gespielt damals mit mir, aber die spielen jetzt inzwischen auch kein Fußball mehr. Aber es ist schon so, dass wenn man dann im Nachwuchsleistungszentrum ist, man ist halt die ganze Zeit zusammen. Ja, du stehst halt auf. Ich bin damals, glaube ich, so um 5.30 Uhr aufgestanden in Ludwigsfelde. Bin dann mit der Bahn. Ja, weil die Bahn in Ludwigsfelde, die fährt nur jede Stunde. Ja. Also heißt, wenn du den einmal verpasst, dann bist du dahin gefahren, hattest dann um 8 Uhr Schule, dann zum Training, dann in der Schule Training, dann Unterricht, dann nach dem Unterricht ein bisschen was gegessen, Training und abends dann wieder von Berlin nach Hause. Das klingt übertrieben stressig. Ja. Wie alt warst du, als angefangen hat, das zu machen? 7. Klasse, 6. Klasse? Ja, ungefähr so. Man also am Anfang war das Training ja noch nicht auf dem Olympiagelände. Es war ja noch Nordufer. Ja. Das war damals noch, ja, aber hat der Spaß gemacht, du hast deine Freunde da gehabt, also es war jetzt für mich kein Unterschied. Ja, das ist nämlich auch meine Frage, die ich mir bei Hertha derzeit so ein bisschen stelle, weil man kennt ja auch die jüngeren Jahrgänge immer in der Zeit. Ja. Man sieht sich ja die ganze Zeit. Und bei Hertha gibt es ja durchaus einige große Talente. Viele davon sind jetzt gerade verliehen oder anderswo unterwegs. Und was ich mich so ein bisschen frage, ist, mit den neuen Spielern, die so kommen und mit dem neuen Geld, was ja auch da ist, siehst du die Durchlässigkeit bei Hertha noch gegeben? Ja, ich hatte letztens auch ein Interview, wo ich gesagt habe, wenn beides sich in Grenzen hält, sondern dass man so die Mischung beibehält zwischen Jugend und Geld ausgeben, dann kann bei Hertha was Großes wachsen. Aber jetzt komplett die Jugend rauszunehmen, finde ich, denke ich, werden sie auch nicht machen. Ja. Wir haben ja jetzt auch welche, die jung sind. Lazar als Beispiel, Samardzic, der trainiert bei uns oben mit, Omar Rekik. Also ich denke, da wird schon weiter auf die Jugend geachtet. Hast du jemanden, bei dem du ganz besonders sagst, hat man ein Auge auf den Jungen, der könnte was werden? Ja, so persönlich, ich habe jetzt nicht die Jugendspiele geguckt, aber was du so hörst, wenn die beiden bei uns oben mittrainieren, dann müssen sie auch was drauf haben. Ja. Also sieht man auch im Training und ja, man braucht natürlich Geduld als junger Spieler, brauchte ich ja damals auch. Aber wenn Hertha die Mischung behält aus Geld und Jugendspielern, dann kann bei Hertha was Großes wachsen. Du hast bei den Profis unter Dardai angefangen, oder? Genau. Wie ist das so, wenn man das erste Mal hinkommt, Training, Pal Dardai? Weil es so, wenn man sich ich kannte den Trainer ja schon vorher, war ja damals in der U15 Trainer, aber natürlich ist Profifußball noch was ganz, ganz anderes. Und nein, es war wichtig, dass er der erste Trainer war für mich. Hat mir sehr, sehr viel beigebracht auf den Weg. Er war 4 Jahre auch bei Hertha Trainer, also ich habe ihm schon sehr viel zu verdanken. So ein Palko Dardai ist ja auch, ne? Und da gibt es auch einen dritten im Bunde. Also noch einen Bruder von Palko, richtig? Oder bin ich da? Wir haben 3 Kinder. Drei noch? Also Morzi, also Martin, ja, genau, und Dardai, genau. Und dann gibt es noch, ich glaube, U13 oder so, Benze. Und Martin ist ja nämlich auch schon in der deutschen U-Nationalmannschaft kräftig unterwegs. Ja, ne? Habe ich auch gesehen. Ja. Habe ich schon vorhin gesagt. Ein Glück sind die Jungs alle in Berlin geboren und spielen jetzt für Deutschland. Scheint ja eine richtig talentierte Fußballfamilie zu sein. Ja, bei Palko weiß ich sogar noch damals, wie es zwischen Ungarn und Deutschland war. Aber Palko hat auch für Deutschland gespielt. Aber Ungarn hat sich bestimmt gemeldet, oder? Ja, natürlich. Ja, das ist halt auch, das ist auch so eine Sache. Das war ja früher, ich erinnere mich noch daran, als es so angefangen hat, weil so vor 20 Jahren
war das halt so, niemand hatte einen 15-Jährigen auf dem Schirm. Ja. So, und niemand hatte auf dem Schirm, oh, dessen Vater ist Ungar, dessen Mutter ist Schweizer oder sowas. Sondern das war halt, der ist jetzt 19 Jahre, das hat ein Bundesligaspiel gemacht. Jetzt wollen wir mal gucken, für was er spielen könnte. Ne? Ja. Und inzwischen ist es echt so, dass da irgendwie 15-, 16-Jährige schon sich entscheiden müssen. Wo ich mir so denke, also, du warst ja nicht in der Position, aber ich stelle mir einfach sauschwierig vor. Ja, wir hatten ja auch so ein Beispiel, der U21, Lukas Metscher, ja. der bei Wolfsburg kurz mal gespielt hat. Ja. Der hat ja bei unserer Europameisterschaft, der hätte ja auch für England spielen können, ja. aber hat sich dann für Deutschland entschieden. Ja. Ist der noch, der gehört City, nee, gehört er, oder? Der gehört City, aber der spielt jetzt, glaube ich, der ist nicht mehr bei Wolfsburg, spielt vielleicht bei Middlesbrough. Mhm. Ja, verliehen den Championship, ja, genau, glaube ich, ja. Genau. Und, macht er da was? Ich hab's nicht so sehr auf dem Schirm. Nee, die Liga gucke ich jetzt nicht. Ich auch nicht. Die Liga gucke ich nicht. Was ist bei dir das untere Ende? Was schaust du dir an? Was, italienische Liga, englische Liga, deutsche Liga. La Liga? Spanien? La Liga, ja. Aha. Findest du, was. Wenn du die. Okay, Durchschnittsspiel aus allen Ligen. Ja? Also wirklich, sagen wir, Siebter gegen Achter. Ja. Bundesliga, Premier League, La Liga, Italien. Welches würdest du am wenigsten gerne gucken? Am wenigsten? Ja. Von siebter bis achter. Sagen wir, siebter spielt gegen achten, also richtiges, ja, Mittelmaß. Siebter spielt gegen achten. Ja. Ich glaube Italien. Ich glaube auch. Ja, Italien, das glaube ich. Skandalöse Antwort. Ja, du bist doch wieder La Liga oder Premier League. Nein, Italien, ich weiß ja nicht, wie die Tabelle ist, aber wer achter? Ich meine, die ersten drei sind, glaube ich, Inter, oben. Lazio. Ja, und gucken wir mal. Juve. Ja, genau, aber ich meine auch gar nicht dann unbedingt. Dann kommt Mailand irgendwann noch. Roma, Milan, ja, Atalanta ist vierter aktuell, ja, die sind richtig gut, ja, unterwegs. Auf 7 und 8 wäre Parma gegen Milan. Gut, das ist sogar, ganz nice. Obwohl ich sage, Spanien, das ist auch nicht, glaube ich, so spannend. Ja. Wenn dann die drei Mannschaften raus sind, Atletico, Barca, Real. Ja, da wird richtig, da wird's hinten raus. Dann wird es dann auch schon. Da gibt es immer nur so, da gibt's immer so ein paar Highlights, die, ja, man gerne guckt. Wen hättest, ja, du genommen? Wen hättest du denn nicht geschaut davon? Wen haben wir jetzt auf der Liste? England, Italien? Also England hätte ich auf jeden Fall geguckt. 100%. Hätte ich auf jeden Fall geguckt. Ist Frankreich mit in der Verlosung? Nein. Okay, dann. Dann würde ich Spanien nehmen, tatsächlich, glaube ich. Das Potenzial ist groß, dass Spanien so richtiges Hin- und Hergeschiebe einfach auch ist auf 7 und 8. Ne? Ja. Ich bin halt so ein kleiner Serie A-Fan, also ich liebe das eigentlich. Also auch diese halbleeren Stadien, das hat für mich so einen Charme. Du bist der Erste, der sagt, ich liebe halbleere Stadien. Gibt nichts Geiles. Also das verstehe ich auch nicht. Wenn die in Neapel die Schüsse nicht vollkriegen, aber dieser eine Block geht total ab, das finde ich echt, find ich super. Ey, ja, keine Ahnung, ich finde es furchtbar, kann ich ganz ehrlich sagen. Also ich spiele auch lieber in einem vollen Stadion als in einem leeren Stadion. Was ist die beste Kulisse, von der du gespielt hast? Atletico Bilbao, Tatsache. Ah, ja. Stimmt, Europa League, ja, Spiel, ja, wo wir Europa League waren. Da war das Rückspiel, dann in Berlin war nicht so viel los, aber da war richtig. Ja, ich rede von dort. Ja, ja, klar. Wir haben uns aufgewärmt, da waren, glaube ich, ein paar tausende Leute da beim Aufwärmen. Ja. Und dann bist du aber rausgelaufen und dann war das Stadion einfach voll. Ja, und da ist auch richtig Feuer da, ja, drin, ne? Da, das war echt. Bilbao, geile Antwort. Ja. Ist auch Atletico, einfach ein Bilbao, nice, Bilbao, ja, war echt geil, aber leider knapp verloren. Ja, ja, das war ja auch. Gut gespielt, aber knapp verloren. Ich hatte da so ein bisschen das Gefühl, und korrigiere mich, aber ich hatte das Gefühl, dass ihr die Euroleague ein bisschen abgeschenkt habt in dem Jahr, weil ihr euch auf die Bundesliga oder was auch immer konzentrieren wollt. Ich hatte so, ja, schon. Naja, so, durch die Euroleague war ja wichtig, dass die jungen Spieler, also ich habe ja mein erstes Spiel in der Euroleague, ja, gemacht. Und eigentlich nicht kann man sagen, Falco, ja, ich auch. Falco auch, eigentlich kann man sagen, durch die Euroleague bist du dann jetzt so mehr in Fokus geraten. Also war's gut für dich? Ja, für mich war die Euroleague sehr gut. Ja, aber vom Verein so ein bisschen. Für den Verein? Na, für den Verein auch nicht. Ich meine, wenn man mal so geguckt hat, wir hatten es ja auch, ich glaube, zwei Spiele vor Schluss hatten wir es, glaube ich, sogar noch offen gehabt. Ja, war es auch, ja. Ja. Wer gegangen? Wer gegangen, genau. Ja. Lass uns mal über dich reden. Deutsche U-Nationalmannschaften durchlaufen, kein Geheimnis, U21. A-Nationalmannschaft? Ist ein Thema irgendwann? Irgendwann natürlich, ist ein Ziel. Aber jetzt konzentriere ich mich eigentlich nur auf die U21. Wir stecken ja gerade auch mitten in der Qualifikation. Mhm. Und natürlich ist Olympia ein großes Ziel für mich. Das wollte ich gerade ansprechen. Ja, gut. Das wollte ich gerade ansprechen, weil ich nämlich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich blicke überhaupt nicht durch, wie die Olympia-Nominierungsnormen sind. Ich weiß es einfach nicht. Also ich kann nur so sagen, wie ich es weiß. Also ich weiß, dass drei Spieler älter als 97er Jahrgang, ja, also ab 96er, dürfen drei Spieler älter sein. Der, ja, Rest muss alles darunter sein. Ja. Und so habe ich es verstanden. Und genau, da standen, also ich habe auch gelesen, Thomas Müller steht auf der Liste, viele andere, Selke steht auf der Liste, die alle älter sind. Wen hättest, okay, bevor wir über Olympia reden, wenn du, sag mir, du, nein, jetzt sag nicht, dass ich drei aussuchen soll. Das war eine Frage gewesen. Das kann ich nicht sagen. Einen deutschen Fußballer, der noch was gut ist. Ich weiß ja nicht mal, wer alles auf der Liste steht. Das ist ja schon mal das andere Problem. Ist deine Liste. Wenn du wählst, meine du Liste. Das, du einfach einen, ein Spieler, der älter als 97er Jahrgang ist, mit dem du gerne bei Olympia kicken würdest. Ich, wenn es denn alles so wäre. Wenn es so wäre. Ist alles rein hypothetisch. Älter als 97. So, der Dahoud, der ist ja 96. Der würde gehen. Der würde gehen. Ja.
Auch ein lustiger Typ. Mittelfeldpaarung dann auch direkt wär gut. Geregelt. Aber das muss der Trainer entscheiden und die Verantwortlichen alle, also da halte ich mich komplett raus. Ja, selbstverständlich. Das da war auch, das ist ja nur... Wen hast du gesagt? Wen ich gesagt hätte? Mit dem ich spielen wollte? Einen, den du gerne sehen würdest, oder... Moment, spiele ich jetzt mit oder ich habe nicht mal ein goldenes DFB-Abzeichen. Ja gut, das ist bei mir nicht schwer. Bei mir wird es dann Alex Meyer sein. Noch, er hat es ja gerade seine Karriere beendet, dann will ich noch mal fragen, ob er nochmal zurückkommt. Mario Gomez. Warum Mario Gomez? Das ist ein guter Mann. Das Busvideo hat mich überzeugt. Ja, ich hätte doch Boateng mitgenommen. Kevin oder? Jerome. Ach, stimmt, Kevin Prinz kann ja nicht mehr für Deutschland spielen. Ja, aber Jerome, warum nicht? Gute Idee. Berliner. Olympia habe ich mir vorne nämlich überlegt, wie übertrieben geil ist es, dass man als Fußballer an Olympia teilnehmen kann. Ich weiß ja, dass Olympia für Fußballer jetzt nicht so einen großen Stellenwert hat, aber ich finde alle Sachen einfach, wo du für dein Land spielen kannst, ist einfach eine Ehre und ist einfach super. Ich finde halt, Olympische Spiele sind für mich sogar, ich bin mein Leben lang, Fußball war immer Nummer eins, gar kein Thema. Ja. Ne? Aber Olympische Spiele haben eine Faszination auf mich immer gehabt und vor allem, ich habe dann zwei Schwimmer kennengelernt, die 2012 in London dabei waren und die kamen zurück und die haben einfach nur gesagt, das ist das Allergeilste, was ich jemals erlebt habe, 10 von 10 Erfahrungen, ich würde jedem raten. Deswegen, also Olympische Spiele wäre schon richtig, glaube ich. Ja, ich finde es auch super. Aha, das ist eine große Sache. Niklas, du willst haben wir schon gefragt, Mario Gomez, ja. Wir haben ja kurz schon ein bisschen über Berlin geschnackt. Du bist ja jetzt richtiger Berliner. Es gibt ständig dieselbe Diskussion. Und ich finde, Berlin kommt immer ein bisschen schlecht weg. Und man tut immer so, Berlin sei keine richtige Fußballstadt. Wie stehst du dazu? Ja, ich glaube, es wird halt gesagt, dass wir keine Fußballstadt sind, weil halt die Erfolge in den letzten Jahren ausgeblieben sind. Weil wenn du so guckst, die Füchse sind erfolgreich, die Eisbären sind erfolgreich, Alba Berlin ist, glaube ich, auch erfolgreich. Ja. So. Haben die gerade Pokal gewonnen, kann das sein? Nee? Ja. Doch, die haben gewonnen, Alba hat gewonnen. Ja. Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, dass man jetzt sagt, es ist keine Fußballstadt, verstehe ich jetzt nicht, weil du hast zwei Vereine, sage ich jetzt mal, es gibt ja noch einen anderen Verein. Ah, da kommen wir gleich drauf. Es gibt ja noch einen anderen Verein, aber nein, natürlich gibt es zwei Vereine in Berlin und da kann sich die Stadt eigentlich glücklich schätzen, zwei Vereine in der Bundesliga zu haben und ja. Ich finde nämlich auch, und sogar wenn man dann von dem anderen Verein, hallo Union, und euch mal wegschaut, die, auch wenn es nach unten hin, da gibt es doch so viele. Also ich meine, es gibt so viele Vereine, die dann im halbprofessionellen Bereich unterwegs sind. Vor allem, ich finde auch, was Hertha in der Jugendarbeit macht, ist halt auch, das machen nicht viele nach. Ein bisschen unfairer einfach Einschätzung. Ja, finde ich auch. Würde ich auch so sagen. Der Verein, den du nicht ansprechen wolltest, es steht bald wieder in Derby an. Übrigens sitzt hier ein ehemaliger Unioner mit im Raum, ich sage aber nicht wer. Kannst dich einfach mal umschauen und vielleicht kriegst du ein Gefühl dafür. Du bist es nicht. Es steht bald wieder ein Derby an. Zuerst mal, wie wichtig ist das Derby für euch? Extrem wichtig. Ja? Extrem, extrem, extrem wichtig. Hast du das Gefühl, dass es sich zugespitzt hat in den letzten Jahren nochmal? Mit dem Derby jetzt, oder wie? Naja, ich denke mal, durch das Hinspiel hat es sich nochmal... Extrem ist der Wichtigkeitsstatus nochmal extrem, extrem geworden durch das Hinspiel. Ja, jetzt heißt es einfach Gewinn gegen Union. Jetzt ja auch dann zu Hause, wolltest du was sagen? Ja. Du hast ja auch Jugendderbys gespielt, oder? Union? Ja, Jugendderbys haben wir auch gespielt. Jedes Mal gewonnen, glaube ich. Wirklich? Ja. Ist da auch dann so ein Funken von dem drin, was man auch, jetzt aber jetzt nicht so krass, wenn du Bundesliga spielst. Ich war einmal im Stadion damals in der zweiten Liga, wo er in der zweiten Liga war, da haben sie auch mal gegen Union gespielt. Da war ich im Stadion und saß im Union-Block, so dumm es klingt, aber das war schon echt ein krasses Spiel. Und ich frage mich nämlich, also ihr wollt natürlich unbedingt gewinnen, ihr wollt ganz klar, ihr wollt es nicht nochmal hören mit Stadtmeister keine Presse mehr dran. Wünscht man Union, ganz ehrlich, wünscht man denen, dass sie absteigen? Wärt ihr damit okay oder sagst du, ich will die in der Liga haben, ich will die jedes Jahr schlagen? Also ich bin ein Typ, ich will Union schlagen. Natürlich. Und ich finde auch, dass Union, Stand jetzt, sage ich, hat es verdient, in der Liga zu bleiben. Auch wenn ich jetzt der andere Verein, sage ich jetzt mal. Ja. Aber sie haben es für mich verdient, in der Liga zu bleiben. Und ich würde mich freuen, auch als Berliner, wenn sie in der Bundesliga bleiben. Was machen die Fußballer richtig dieses Jahr, findest du? So viele Spiele habe ich von Union nicht geguckt. Aber ich denke mal, sie haben halt auch viele eingekauft am Anfang der Saison. Mussten sie auch machen. Ja. Bisschen schade, ein Kumpel von mir ist hingewechselt, der Julius Kade von Hertha. Dass er nicht so viel spielt halt. Aber naja, Union spielt einen guten Fußball im Moment und hauen halt alles rein. Die Frage ist halt nur, wie lange hält sowas? Das Ding ist halt, was wir uns, wir haben darüber am Montag, glaube ich, geredet,
Es ist Paderborn ist aufgestiegen, die versuchen richtig Offensivfußball zu spielen. Dann ist Union, die haben sich überlegt, wir mauern uns hinten ein. Und wer ist der dritte Aufsteiger gewesen? Union war, Paderborn war auf zwei, Union war in der Relegation. Wer war denn der erste Aufsteiger? Boah. Aufgestiegen, Stuttgart ist runter, ne? Köln, natürlich, unsere Freunde vom FC. Eieieiei, tut uns wirklich leid. Weil die spielen jetzt auch Offensivfußball und Union hat sich einfach gedacht, wenn die alle versuchen zu kicken, dann mauern wir uns hinten ein und sie machen alles richtig. Union macht es richtig. Also wirklich, wirklich verrückt. Ist Union ein Verein, für den du spielen würdest? Unter keinen Umständen? Nein. Herr Thaner? Herr Thaner, ich würde, denke ich, nie zu Union. Interessant. Finde ich gut. Niklas, hast du noch zwei Punkte? Weil ich hatte nämlich noch ein kleines Spiel für euch vorbereitet. Hast du noch ein, zwei Sachen? Ja, hast du noch ein paar Themen, die du ansprechen willst? Eine goldene Medaille vielleicht? Oder? Die könnte man nochmal erwähnen vielleicht. Ich glaube, das ist oft genug passiert auf jeden Fall. Das ist oft genug erwähnt worden. Nee, aber jetzt mal über Union geredet. Wenn ich an Union denke, denke ich an so ein 1:0 zu Hause. Bist du, weil du bist ja auch auf dem Platz teilweise auch ein bisschen im Defensivbereich zuständig. Ja. Bist du eher so ein 4-2-Typ oder eher so 1-0? Was fühlt sich für dich besser an, so jemanden, so einen dreckigen Sieg zu erkämpfen? Erstmal ein Sieg natürlich. Ja, ja, klar. Aber wie der Sieg ist gegen Union. 1-0 würde ich unterschreiben. Ich würde aber auch ein 4-2 unterschreiben. Und ganz grundsätzlich bist du jemand, der sagt, wenn ich heute zwei Tore vorbereite, ist mir das lieb, also ist schon nice, aber. Oder bist du eher einer, der sagt, dreckiges Trikot danach, fünfmal gegrätscht, alles voller Dreck? Nee, dann lieber das andere. Dann lieber das andere. Ja. Wir gehen immer noch von einem Sieg jeweils aus. Ja, ne? Ja, immer okay. Gewonnen. Über Niederlage wird hier nicht geredet. Ja, was ist das für eine Frage? Wenn du mich fragst, willst du gewinnen und zwei Tore schießen oder willst du gewinnen und ein dreckiges Trikot haben, Männer? Dann sage ich natürlich, ich will zwei Tore schießen. Aber hat der Vorlage, zwei Vorlagen gesagt. Ja, ich weiß nicht, aber ich finde so, wenn man so danach vom Platz geht, das ganze Ding ist dreckig, man hat eigentlich nur hinten abgeräumt, ist auch ein schönes Gefühl. Ja, so persönlich Abräumer bin ich jetzt nicht. So ja, ganz der Abräumer, ja, genau. Ich auch nicht. Ich durfte nicht mal in unsere Hälfte. Komm, lass gut sein. Du durftest nicht. Es hat keinen Sinn gemacht. Also ob es eine Traineranweisung gab, die dir gesagt hat, auf keinen Fall. Vater hat gesagt, bleib, wo du bist. Komm. Warst du ein Trainer? Nein. Mein Volleyballtrainer war mein Vater irgendwann mal. Volleyball-Vergangenheit auch. Gibt es am Fußball, das ist die eigentliche Frage, die ich wollte. Ich habe nämlich hier Stichpunkte aufgeschrieben, die ich selber nicht verstehe. Das ist so mein Stil. Und jetzt habe ich wieder vergessen. Genau, wenn du kein Fußballprofi geworden wärst, wärst du Fan? Fan, auf jeden Fall. Wärst du, was für ein Fan wärst du? Wärst du häufig im Stadion? Oder? Ich denke mal, wenn ich kein Fußballprofi geworden wäre, wäre ich nicht so früh nach Berlin gegangen, wäre länger in Ludwigsfelde geblieben, wäre natürlich zu Hertha gegangen, weil es ja halt auch in der Nähe ist. Aber Riesenfan immer im Stadion, glaube ich, wäre ich nicht gewesen. Also lieber Wochenende. Ich hätte auf der Couch geguckt. Genau, alles an gleichzeitig auf der Couch. Genau. Apropos Couch, jetzt habe ich es wieder. Wir hatten eben noch das Thema noch auf Netflix. Weil ihr fahrt ja auch viel rum, ihr sitzt ja auch wahrscheinlich viel im Flieger oder im Bus oder was auch immer. Wenn ich jetzt bei dir in Netflix reingehe, hast du Netflix? Ja, klar, ja, oder? Klar. Was ist da so die letzte Serie, die noch läuft, die du weitergucken müsstest? Letzte Serie, die läuft, also, was ich weitergucken? Ich habe You geguckt. Beide Staffeln? Die letzte noch nicht. Keine Spoiler, wir haben es beide gesehen. Also ich hab auch schon ein bisschen was gesehen, aber noch nicht alles. Dann für mich die beste Serie überhaupt, Haus des Geldes. Beste Serie überhaupt? Überhaupt. Also für mich, die ich bis jetzt geguckt habe, beste Serie überhaupt. Okay. Ich weiß nicht, ob ihr es geguckt habt. Ich habe hab die erste Staffel mega gesuchtet und dann hat meine Freundin die zweite Staffel ohne mich geschaut. Und dann habe ich gesagt, jetzt gucke ich gar nichts mehr. Ey, das war so frech. Also du verpasst was, sage ich wirklich. Für mich war das, meine Freundin hat auch gesagt, guck mal. Und ich sah auch am Anfang, weil so mit neuen Serien bin ich eigentlich nicht so. Und dann habe ich echt geguckt. Ganze Zeit durch. Prison Break. Ich weiß nicht, ob ich das geguckt habe. Ah, selbstverständlich. Damals Azad. Azad hat das Intro gemacht. Also, das ist auch für mich eine Top-Serie. Lost geguckt? Nee. Du? Ja klar, das war mein Einstieg in die Serienwelt. Das war, glaube ich, so meine Generation, war die Lost-Generation. Ich weiß nicht, ich kenne den, das ist vielleicht eine Frauenserie, Pretty Little Liars. Hab nie gesehen. Haben viele Freundinnen von mir geguckt, tatsächlich. Ja, also ich habe die auch geguckt, aber nicht zu Ende. Ja. Game of Thrones? Habe ich angefangen. Hat dich nicht Katastrophe, gepackt. Hat mich nicht gepackt. Einfach. Wie weit hast du geguckt? Ich habe nichts verstanden. Null. Wie weit hast du geschaut? Ein, zwei Folgen? Drei Folgen vielleicht? Das ist das Problem. Irgendwann war es mir zu blöd. Ich schwöre, die erste Staffel sieht aus, als würde jemand mit einer Handykamera auf dem Mittelaltermarkt filmen. Das sieht so billig aus alles. Ich hatte irgendwann keinen Bock mehr. Ich lag immer auf der Couch und habe dann so, bin dann einmal ans Handy gegangen, weil es so lang war. Ja, dann erwischt man sich natürlich immer so 15 Minuten verpasst. Ja. Ich kenn's ihn gemacht. Aber das Ende ist so mies. Aber alle bei mir in der Mannschaft erzählen auch, Game of Thrones, so krass, ey, wirklich, du musst gucken und so. Die erste ist scheiße, aber danach geht's los. Ja, weil ich verstehe jeden, der sagt, der kommt nicht durch. Ja, ich hab's nicht geschafft. Ja.
Finde ich auch schwierig. Wo wir gerade über Hobbys reden und du merkst ja, wir sind hier, wir springen von Thema zu Thema. Es geht rasant. Habe ich ein paar Fragen für dich, auf die ich einfach nur schnelle Antworten erwarte. Vielleicht dazu noch was. NBA oder NFL? Gute Frage. NBA. Tatsächlich? Ja. Auch relativ aktiv so ein bisschen verfolgen? Oder? Ja, schon, wenn die Spiele nicht so spät kommen. Also nur sonntags quasi? Ja. Lieblingsteam oder Spieler? Lieblingsspieler, James Harden, Team nicht so. Wirklich? Ja. Oh, ich hasse James Harden zuzugucken. Tut mir leid. Ja, weil er einfach so, für mich, einfach hart zu gucken, wie der nur Fouls zieht und nur Dreier ballert, da trage ich nicht. Messi oder Cristiano? Cristiano. Einmal Weltmeister oder dreimal Champions League-Sieger mit Hertha BSC? Dreimal Champions League-Sieger. Ja? Was hättest du genommen? Weltmeister. Ich glaube, ich auch. Ich nicht. Hätte ich gesagt zweimal Champions League, was hättest du dann genommen? Na, hätte ich vielleicht überlegt. Aber einmal Champions League, einmal Weltmeister. Was nimmst du? Weltmeister. Okay, fair, fair. Das heißt, ein WM-Titel ist drei Champions League-Titel wert quasi. Was hättest du denn gesagt? Wie viel? Doch auch ungefähr 4, 5 vielleicht. Weiß ich nicht. Also Weltmeister ist so. 4, 5, aber da musst du überlegen. 4, 5, das hat doch niemand außer Cristiano. Also dann Groß hat auch viermal Champions League. Ich glaube, Varane hat auch bei. Ja, genau. Ja, aber das ist nur diese Realgeneration, ja, die vier Champions League. Überleg doch mal, du hast dreimal die Champions League gewonnen. Ja. Das dann, ist auch krass. Ja, das ist mega geil. Ja. Aber dann ist dann das vierte Mal, also ich meine... Aber ich glaube, es gibt nicht. Du gewinnst dreimal die Champions League und danach das Jahr gewinnst du halt die Weltmeister. Dann wirst du Weltmeister werden. Ja, das ist eigentlich die Lösung. Pep oder Klopp? Klopp. Premier League oder La Liga? Premier League. Haben wir schon abgeklärt gehabt. So, jetzt würde ich sagen, ist es soweit. Wir zocken eine Runde. Ich hoffe, für mich läuft es diesmal besser. Ja, ich habe keine Ahnung, was passiert. Keine Sorge, ich sage nur mal so. Ein ehemaliger Teamkollege von dir saß hier vor einigen Wochen, Davy Selke. Okay. Und hat Niklas komplett rasiert. Ja. Komplett rasiert. Ich glaube zu null, oder? Ich dachte, ich bin so ein bisschen Fußball-Nerd und dann hat er mich komplett vorgeführt hier. Das war echt krass. Ja, das wird vielleicht jetzt nicht passieren. Was passiert ist, ich gebe euch, ich habe einen Spieler im Kopf. Jeder Spieler, den ich erwähne, hat irgendwann mal bei Hertha gespielt. Okay. Und ich gebe euch nach und nach Informationen über den Spieler. Die Informationen, die ich gebe, müssen nicht unbedingt sind nicht in der chronologischen Reihenfolge. Das heißt, wenn ich Vereinsnamen sage, heißt es nicht der, sondern es ist einfach ein bisschen bunt durcheinander. Ja? Also du sagst jetzt irgendwas, aber der Spieler, den wir erraten müssen, hat bei Hertha gespielt, sicher. Die Sachen, die ich euch sage, sind Fakten, aber die sind nicht sortiert. Also wenn ich sage, er hat da und da gespielt, heißt es nicht, der hat erst da. Aber es ist für einen Spieler. Richtig. Okay, alles klar. Also, und ich mach's auch, weil ich das immer gerne mag, ich tue das, wenn ich der Spieler. ich habe für Hertha, Paris Saint-Germain, Celta Vigo, Ajax Amsterdam und viele weitere Clubs gespielt. Was ist das denn für eine Aufmerksamkeit? Hertha, Paris, Celta, Ajax Amsterdam. In 43 Länderspielen für mein Land habe ich 10 Tore gemacht. Heute bin ich Vizepräsident des Verbandes. Ja. Ich habe mit Lukas Piszczek, Paul Dardai, Kevin Miralas, Luis Suarez und Christian Eriksen gespielt. Mit ihnen zusammen. Das waren alles Teamkollegen von mir. Er ist jetzt Vizepräsident bei Hertha. Er ist jetzt von seinem Verband. Ach, von seinem Verband. Entschuldigung. Ja. Das wäre ja zu einfach. Also mit Eriksen muss ja mal bei Ajax gewesen sein. Ich sag nochmal. Die Spieler. Wenn wir es nicht wissen, dann kriegt keiner Punkt. Richtig. Okay. Dann sage ich es euch. Also, nicht auf. Die Spieler waren Lukas Piszczek, Paul Dardai, Kevin Miralas, Luis Suarez und Christian Eriksen. Unter anderem. Ohne Witz, ich kenne keinen Hertha-Spieler, der bei Ajax, Paris, Celta Vigo. Du wirst gleich. Ich komme nie im Leben drauf. Er ist genauso weit weg wie du und wenn ich das nächste sage, dann wirst du es wahrscheinlich wissen. Ich komme nicht so. Hast du noch ein paar Fakten für uns? Ich habe noch einen letzten Fakt. Wir wollen den letzten Fakt. Ich bin Serbe und bekannt für meinen Außenriss. Marco Pantelic? Yes! Hattest du schon vorher? Ja. Er hat nämlich für Paris gewonnen. Wo wurde er? Das war seine erste Station in Zentraleuropa, aber der hat kein Spiel gemacht, der wurde ausgeliehen. Ach so. Ich habe euch ein bisschen. Ich dachte, Paris, wer hat denn bei Paris Stamm gespielt? Ey? Ja. Nein. Auch bei Celta nur ausgeliehen. Ach so. Wärst du drauf gekommen jetzt mit Außenriss und. Nee, ich glaube nicht. Ich wäre bei Serbe halt drauf gewesen. Ja. Das Einzige, glaube ich nicht. Aber der Außenriss hat dann doch alles klar gemacht. Ja, gut, aber Serbe am Anfang war direkt Pantelic im Kopf. Weil ich mich vorhin, ich teste das Spiel immer mit meinem Team. Ja. Und, aber nicht mit ihm. Nee, natürlich nicht. Das ist das und als ich gesagt habe, bekannt für meinen Außenriss, hat mich der Alte angeguckt und gesagt, hä? War Pantelic bekannt für seinen Außenriss? Und für mich war das immer glasklar. Das war so. Ist auch nicht so krass im Kopf, aber Serbe war bei mir eigentlich klar. Hat Pantelic damals sich verletzt? Oder war das, hat er jemanden verletzt, als er die Solos so draufgehalten hat? Irgendjemand hat sich das Schienbein gebrochen oder einen Fuß oder sowas? Jesus, das weiß ich jetzt auch nicht. Das will ich auch gar nicht wissen. Dafür kriegst du aber keinen Punkt. Richtig, du hast den ersten Punkt. Es steht 1-0, es ist Best of 3 und wir machen auch alle drei, auch wenn du jetzt 2-0 führst, machen wir trotzdem alle drei. Okay.
Der nächste. Ich habe für 3 Vereine über die Zeit von 16 Jahren in der Bundesliga gespielt. Bundesliga 1 und 2. Beides gemeint. Ich habe einst eine Champions League Hattrick gegen Eindhoven erzielt und in 564 Profispielen 2 glattrote Karten gesehen. Am Anfang ist das immer noch... Hatte David dieselben Fragen? Nee. Nee, andere. Schön sagen. Wiederholen wir nochmal kurz. Bis jetzt 3 Vereine über den Zeitraum von 16 Jahren in den obersten beiden deutschen Ligen gespielt. Einen Hattrick in der Champions League gegen Eindhoven. Und in 564 Profispielen 2 glatte rote Karten. Was, wenn man was falsch sagt? Nein, hau raus. Niemeyer? Nein. Scheiße. Hat er eine Champions League Hattrick gemacht? Weiß ich ja nicht. Der hat auf jeden Fall bei Bremen gespielt, bei Hertha und bei Darmstadt, oder? Ah ja, aber doch nicht. Aber dann sind ja 3. Ja, Champions League, vielleicht habe ich es verpasst. Der hat doch mit Bremen mal Champions League gespielt, oder? Aber doch keine 3 Tore gemacht. Ja, das hätte ich nicht verpasst. Kann ja sein, Das glaube ich nicht. Aber wenn er, okay, jetzt, da kommen gleich die Kommentare unter das Video nachher. Er sagt, natürlich hat er mal 3 Tore in der Champions League. Aber der hat auf jeden Fall hat er noch woanders gespielt? Der hat doch bei Hertha, Bremen und Darmstadt gespielt. Hat bei allen 3 gespielt, ist ja richtig. Aber, okay. Es geht weiter. Ich habe noch mehr Fakten für euch. Okay. Ich war ein flexibler Defensivspieler, der sich links am wohlsten fühlte. In meiner Karriere bin ich mehr ins Zentrum gerückt. Im Laufe der Karriere, je älter der Spieler wurde. Da war man bei Hertha auf jeden Fall. Nur noch 2 andere. Alter, leck mich am Arsch. 3 Tore in Eindhoven. Wenn ich euch jetzt den nächsten Fakt gebe, dann könnt ihr euch vielleicht den Verein erschließen, wo er sonst noch war. Jetzt wird's wild. Ich habe mit Iashvili, Zikishvili, Tobiasvili, Manuel Neuer, Rafinha und Ronny zusammengespielt. Kubiashvili. Levan Kubiashvili. Unter anderem, die nächsten Fakten wären gewesen, 3-mal Zweitligameister, davon 2-mal mit Hertha. Der hat bei Karlsruhe, Freiburg und... Freiburg, Schalke und Hertha. Bei Karlsruhe, Ah, weil du Iashvili gesagt hast. Ja, mit Iashvili hat er bei Freiburg gespielt. Ach so, ich dachte... Das war auch vorhin Blast from the Past, als ich mir dieses Freiburg-Team angeschaut habe. Und Tobiasvili. Genau. Legendärste aller Willis. Und die nächsten Fakten wären gewesen, 100 Länderspiele für mein Heimatland und jetzt wird's lustig, er ist Präsident des georgischen Fußballverbandes. Ja, das hätte ich gewusst, ab da hätte ich gewusst. Ja. Und Pantelic ist Vizepräsident. Hertha produziert Präsidenten europäischer Verbände. Spätestens da hätte ich es gewusst. Das ist nämlich die eigentliche News. Das heißt, irgendwann mal ein DFB-Präsident hier. Arne Meyer. Fußballfunktionär nach der Karriere? Fragen wir einen 21-Jährigen. Na, darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Reden Bundestrainer danach. Komm, ihr heard it here first. Letzter Spieler. Und der ist vorbereitet von meinem Kollegen Flo. Er hat ihn an mir getestet. Ich wusste es also nicht. Ich bin nicht ansatzweise drauf gekommen. Okay. Aber ich glaube, weil ich sehr dumm bin. Ich habe das Gefühl, ihr könntet euch da besser anstellen. Ich habe in meiner Karriere 23 Mal Champions League Luft geschnuppert, saß dabei 13 Mal nur auf der Bank. In einem Champions League Finale habe ich 1 Minute gespielt. Ich habe für die deutsche U21 5 Tore in 7 Spielen gemacht. 2009 gab ich mein Debüt. Ich habe einen Namen im Kopf, aber... Obwohl, der war nicht bei Hertha, ne. Ich kann es euch sagen, ich saß da so vor, ich habe gesagt, ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, von wem du redest. Ich dachte kurz Marco Marin, Chelsea, aber... Ja, war überall, aber nicht bei der Hertha. Wiederhol nochmal alles, bitte. 23 Mal Champions League Luft geschnuppert, dabei 13 Mal nur auf der Bank, in einem Champions League Finale für 1 Minute eingewechselt. Ich habe für die deutsche U21 5 Tore in 7 Spielen gemacht, Debüt 2009. Das war ja so quasi diese goldene Generation, oder? Ich sag gar nichts hier. Kedira, Özil. Ja, die haben 2009 den Titel gewonnen. Aber er gab sein Debüt in der U21. Das heißt, er ist ein bisschen jünger als diese Generation. Neben dem Platz beschränkt sich meine Karriere auf eine abgebrochene Ausbildung zum Garten- und Landschaftsbauer. Einfach mal ein Funfact, der niemandem weiterhilft. Das sind ja so kuriose Dinge hier, also... Ich bin in meiner Karriere bisher nur in Deutschland gewesen, aber viel rumgekommen. Unter anderem im Süden, Westen und in Berlin gespielt. Süden und im Westen. Wenn ich den Spitznamen sage... Er ist nur in Berlin gewesen? Nein. Nur in Deutschland? Nur in Deutschland. Wo hat er denn Champions League gewonnen? Im Finale gespielt? Muss ja... Wer war denn außer Bayern? Denk doch mal nach, wer war denn so in Deutschland? Oder Dortmund sein. Ich habe ja gerade gesagt, im Süden und Westen war er unterwegs. Also Bayern oder Dortmund war er immer. Er hat Dortmund eingewechselt im Finale gegen Bayern. Tja. Kurz vor Schluss. Ja, Boateng. Ah, ich habe eine Idee. Darf ich es probieren? Ja. Julian Schieber? Ah, richtig. Krass. Wäre ich neben dem drauf. Ich habe mich rehabilitiert. Spitzname kennst du? Julio, ja. Der Bulle von Backnang war doch sein Medienspitzname. Echt? Warum ist das eigentlich zugeklappt? Ja. Aber bei uns war der Spitzname in der Kabine Julio. Ja.
Und damit hat er mich so rangekriegt, weil das Julian Schieber im Champions-League-Finale... Ich weiß, dass er bei Dortmund gespielt hat. Und dann, ja. Mir ist halt der einzige Spieler, der eingefallen ist, dass er bei Dortmund gespielt hat, halt Boateng. Ja. Ich war dann auch nicht mehr sicher, ob er da bei Dortmund überhaupt gespielt hat zu der Zeit. Wie gesagt, noch ein Fakt wäre gewesen, ich stand zweimal im Supercup-Finale, habe in einem gespielt und das Tor vorgelegt, meine Mannschaft hat gewonnen. Dann hätte mir das alles vorgelesen und gesagt, was redest du, Mann, wer soll das denn sein? Ich dachte wirklich, denkt sich was aus hier. Mir ist gerade ein Riesenstein vom Herzen gefallen, wirklich. Also. Dass du hier noch einen Punkt gemacht hast? Ja, ohne Scheiß. Das war mir echt wichtig. 2-1 Sieg aber für Arne. Ich gratuliere. Gibt es noch ein paar Themen, die es noch abzuhaken gibt? Willst du noch was erzählen? Na, alles gesagt. Ja? Was meinst du, Niklas? Hast du noch was auf dem Herzen? Du siehst doch so aus, hättest du. Ich hätte noch was auf dem Herzen, aber keine Ahnung, ich weiß nicht. Bitte, wenn du noch was hast, heraus. Nee, konkret habe ich jetzt eigentlich nichts auf dem Schirm, auf der Pfanne. Wir haben eigentlich hier ziemlich viel abgegrast. Eben hatte ich noch was eigentlich Nationalmannschaft, das ist komplett raus. Ja. Aber bei dir ist ja klar Deutschland. Also ja, heißt, für mich gibt es nicht. Gibt ja keine andere Option, oder? Nicht, dass ich wüsste. Keine andere. Wenn du aber wählen könntest, auf welche Nationalmannschaft hättest du Bock? So, wenn ich wählen könnte, gibt es für mich gar nicht. Ja? Deutsch. Bist Deutscher, spielst du Deutsch? So, an das habe ich noch nie gedacht. Okay. Noch nie, wenn ich wählen könnte. Dann habe ich noch eine Frage. Und ich sage ganz klar, das ist überhaupt keine Transferspekulation, weil es geht um Traummannschaften aus der Vergangenheit. Wenn du an die Mannschaften, von denen du Fan warst oder die dir gefallen haben, in welcher hättest du gerne gespielt? Ich hätte gerne bei United gespielt. Bei welchem United? In dem United von 2000. Was, 7? Ja, das Moskau United? Mit Cristiano, Rio Ferdinand, Paul Scholes, Tevez, wer war noch Giggs da? Giggs war noch dabei. Gary Neville, glaube ich, im Tor Edwin van der Sar. Noch richtig die alte Garde noch unterwegs. Da hätte ich gerne mitgespielt. Ist das dein englisches Team, wenn du sagst, ich habe so eins, also United, wenn das dann... United, ja, wäre schon meins. Auch immer noch, ja? Wenn immer noch, ja. Bitter, die letzten Jahre. Ja, ich weiß, was da los ist. CR7-Bettwäsche zu Hause noch. Hast du wirklich? Ja, ich wirklich noch, ja. Alter, ich glaube, damit machen wir Schluss. Ja, würde ich auch machen. Arne, vielen Dank, dass du dabei warst. Wir werden dich ganz genau weiter verfolgen und wünschen dir für die Rückrunde mit Hertha alles, alles Gute. Danke. Und hoffentlich auch bei den Olympischen Spielen. Da habe ich wieder richtig Bock drauf. Vielen Dank, dass du da warst. Niklas, vielen Dank, dass du wie immer dabei warst. Ich habe zu danken. Und für euch dasselbe wie immer. Folgt diesen beiden Kollegen auf Instagram, auf wo noch, soziale Kanäle? Ich habe nur Instagram. Instagram folgen. Diesen Mann hier auf Twitter auf jeden Fall. Nicht bei Instagram. Wenn ihr ihn findet, dürft ihr ihm auch folgen. Danke, dass ihr dabei wart. Schreibt in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat. Bis dahin, macht's gut.